begrüße euch ganz herzlich zu unserem Abendgebet aus Maria Lach. Kennt ihr auch solche Tage? Einfach Tage, wo wir uns selber nicht ausstehen können, wo wir uns selber fragen, was ist mit dir los? Warum kriegst du es nicht auf die Reihe? Aber es hilft nichts. Wir können uns manchmal nicht helfen, umzudenken und einfach nochmal anzufangen. Solche Tage gibt es, an denen wir uns selbst einfach nicht verstehen. Und gerade an solchen Tagen spricht der Herr zu uns: Ich, der Herr, erforsche das Herz. Er ist sich nicht zu schade, auch an solchen Tagen, wo wir für uns und wahrscheinlich auch für andere unerträglich sind, in unserem Leben zu sein, unser Herz zu betrachten und das Gute aus uns herauszuholen. Vielleicht hatten wir heute einen solchen Tag. Es ist jetzt die Möglichkeit, dem Herrn unser Herz zu öffnen, ihn eintreten zu lassen, damit auch wir das Gute sehen können, was wir trotz allem im Leben wirken können. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Guter Gott, am Ende dieses Tages legen wir dir alles vor, was war, das Gute und das Schwere, unser Verstehen und auch unser Nichtverstehen, und bitten dich, schau in unser Herz. Gib uns eine ruhige Nacht, beruhige das, was in unserem Herzen ist, und schenke uns Ruhe, damit wir morgen mit neuer Kraft in einen Tag gehen können, von dem wir wissen, dass er unter deinem Blick steht und dass er das Gute vorbringen will, was in unserem Herzen ist. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.